Herzlich willkommen aus Chuckyburg zum fünften Spieltag der YouTube-Bundesliga. Heute treffen Eintracht Tajulich auf Ruba Dortmund. Eintracht Tajulich liegt derzeit auf Platz 5, konnte aber im letzten Spiel leider keinen Sieg mitnehmen. Heute soll das zu Hause besser funktionieren. Mal schauen, ob es funktioniert. Ja, und Ruba Dortmund ist leider nach wie vor der Tabellenletzte. Sie haben zuletzt 0:3 gegen FC Renitopia verloren. Heute muss wirklich ein Punkt her. Mal schauen, ob es funktioniert. Wir sehen auf jeden Fall viele Ruba Dortmund-Fans, die heute auf die ersten Zähler warten. Wir schauen auf die Startformation. Eintracht Tajulich mit Weber im Tor und unter anderem dabei ist Halber, Fotu, Gurung, Falling, Schelle und Binder. Ruba Dortmund hat natürlich wieder Ramalanskas im Tor und unter anderem dabei sind Czerny, Hagen, Ortiz, Schnier oder auch Ramani. Wir dürfen gespannt sein, wer sich hier besser durchsetzt. Natürlich Eintracht Tajulich im grün-weißen Trikot hier. Diejenigen, die auch anstoßen von links nach rechts. Und die Dortmunder in dem schwarzen Trikot mit ein bisschen Gelb dabei in die andere Richtung. Und ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt, welche Mannschaft sich hier besser durchsetzen kann. Auf jeden Fall wichtig ist es für Ruba Dortmund, hier und heute zu überzeugen und vielleicht sogar, nein, nicht vielleicht sogar, sie müssen eigentlich hier gewinnen, um den Anschluss zu bekommen an die anderen Mannschaften. Und das sieht gar nicht mal so schlecht aus, was sie hier bis dato machen. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Aber Eintracht Tajulich kann sich hier gerade so noch verteidigen. Sah aber auch ein bisschen schwierig aus. Jetzt Falling. Zu Tache, Binder. Und da geht der Ball über die Linie. Wolfi bekam den Ball nicht mehr. Einwurf und Haustein darf ihn ausführen. Ah, den hat er gut reingebracht. Aber dann ist der Ball auch wieder weg. Binder jetzt. Tache. Ja, das machen sie gut. Binder jetzt. Binder. Tache jetzt. Guter Pass und da ist das Ding drin. Da ist das Ding drin. Super gemacht, 1:0, Eintracht Tajulich und das ist Binder. Da jubelt Chuckyberg, da jubeln die Eintrachter. Und das Tor, das wollen wir uns gerne nochmal anschauen. Auch Weber freut sich da, zeigt auch den Daumen. Da sehen wir es nochmal. Da Binder, er merkt, das funktioniert nicht so ganz. Dann nochmal rüber zu Tache. Der passt einfach nur lang und dann bums geht das Ding in die Ecke rein ins Tor. Da sehen wir es auch nochmal ein bisschen besser. Da hatte Ramalauskas keine Chance mehr und dieser Jubel dann natürlich berechtigt für die Eintrachter, die ja zu Hause jetzt gerade führen. 1:0 also und ja, jetzt wissen hier die Dortmunder auf jeden Fall, sie müssen etwas tun, damit das hier nicht die nächste Niederlage wird. Und sie sind auch gerade am Ball und wollen hier nach vorne kommen. Das ist Czerny. Ja, zu Kopf. Schnier. Und dann ist der Ball futsch. Die Eintrachter jetzt hier am Ball und die wollen natürlich sofort wieder nach vorne kommen. Aber, ui, das war gar nicht mal so schlecht. Gut aufgepasst hier. Weber mit einer guten Parade. Aber die Ruba Dortmunder zeigen hier auf jeden Fall. So schnell lassen wir uns nicht unterkriegen. Da sehen wir es auch nochmal. Gut den Ball abgenommen. Und dann hier der erste Versuch aufs Tor. Und jetzt gibt es Ecke und die kommt rein von Kopf. Ah, kurz geschossen. Aber die Ecke absolut grauenvoll, muss man so sagen. Ach so, es hat noch jemand abgefälscht. Okay, das habe ich jetzt nicht gesehen. Aber da bringt Kopf halt eben nochmal eine rein. Ja, und diesmal schießt er dann auch die Ecke, ohne jemanden zu passen. Aber viel geholfen hat auch leider die zweite Ecke nichts. Und jetzt wieder die Eintrachter hier am Ball. Das ist Falling. Falling macht das hier wirklich gut. Verliert aber dann den Ball an Taresson. Jetzt wollen sie ja nach vorne kommen. Merken aber auch die Eintrachter, die stören früh. Die wollen nichts zulassen. Haustein. Ramani zu Taresson. Wieder Ramani.
wieder Tarisson, Panic zu Czerny. Also die Dortmunder versuchen auf jeden Fall hier an die Eintrachter hier durchzukommen, aber kein Durchkommen möglich. Und somit haben jetzt hier derzeit auch wieder die Eintrachter den Ball. Das ist jetzt Falling. Oh, wirklich gut aufgepasst hier von Haustein. Auch mal eine Grätsche versuchen, auch mal ein bisschen Einsatz zeigen. Ja, und das gefällt natürlich den Fans von Eintracht Tarodich absolut gar nicht, aber das war in Ordnung gewesen. Und Ramani hier mit der Flanke und da kommt Weber angesprungen und hat den Ball, wirft ihn auch zu seinen Jungs. Das ist jetzt hier Wilke zu Tachi. Gurung. Wilke zu Schelle. Abora. Und das machen sie wirklich cool. Sie kommen wirklich gut nach vorne. Und man sieht ja, die Dortmunder, die laufen zwar hinterher, aber warten immer so ein bisschen. Ja, und der Ball ist jetzt dann futsch. Gut aufgepasst. Es bleibt weiterhin hier 1-0 nach einer halben Stunde. Und die Dortmunder wollen weiter nach vorne. Das ist Kopf zu Czerny jetzt. Schnier wieder zu Kopf. Schnier. Aber da haben sie irgendwie auch nicht so die Anspielstation. Die anderen sind etwas weiter hinten oder weiter vorne. Das sieht aber jetzt gut aus. Gut aufgepasst, aber auch von Weber. Und jetzt Haustein. Die wollen es direkt wieder versuchen, aber Eintracht nimmt den Ball weg. Und jetzt wieder die Eintracht am Ball. Ortiz. Nee, das ist Binder, sorry. Nicht Ortiz. Ortiz hat die 43. Und Dortmund hat wieder den Ball. Ja, es wäre wichtig für sie, wenn sie hier vor der Halbzeitpause ein Tor schießen können zum 1-1 Ausgleich. Aber es ist halt eben schwierig, weil Eintracht Tarolich ist eine gute Mannschaft. Sie können sich gut verteidigen und ja, man sieht ja auch, es ist kein Durchkommen für Ruba Dortmund in der Eintrachter Abwehr. Und jetzt passen sie sich wieder hin und her. Klar, sie müssen sich hier jetzt nicht die größten Sorgen machen, weil sie führen ja schließlich. Das ist Wolf jetzt übrigens zu Falling. Falling macht das hier gut. Ah, aber der kurze Fehlpass, aber sie haben den Ball wieder. Und wollen jetzt hier das 2-0 haben. Ja, guter Pass. Wer kann diesen Schuss annehmen? Oh, gut aufgepasst von Ramon Auskas. Der sagt sich auch, mir reicht, wenn ein Tor hinter mir reinging. Da sehen wir uns auch nochmal. Kurzer Pass und dann der Versuch von Wilke natürlich. Aber gut gehalten von Ramon Auskas und jetzt hier Wilke mit der Ecke. Mal gucken, ob es hier jetzt das 2-0 gibt. Na, gut reingekommen, aber ein bisschen zu weit weg. Und dann geht der Ball über die Linie. Und es gibt hier Einwurf. Und wieder darf den Haustein ausführen. Aber der Pfiff kommt sowieso. Jawohl, 1-0. 10. Minute durch Binder. Und mal schauen, wie es in der zweiten Hälfte hier weitergeht in Tschechienburg am 5. Spieltag. Bis gleich. Und es geht weiter hier, Tschechienburg am 5. Spieltag. Nach wie vor hier 1-0 für die Eintracht Tarolich gegen Ruba Dortmund. Und Dortmund muss hier etwas dran ändern, das wissen wir. Es läuft noch nicht so ganz, wie sie sich das vorstellen. Für die Eintracht dahingegen funktioniert das wirklich super und das ist jetzt hier Falling. Falling zu Wolfi. Und da ist der Ball. Futsch bei den Dortmundern, die jetzt hier nach vorne wollen. Schnier. Bernarski. Und dann ist der Ball auch schon wieder futsch. Gurung ist das jetzt. Gurung 2 gegen 1 und da haben die Dortmunder das Glück, den Ball zu bekommen. Aber der ist dann auch wieder futsch. Binder. Wilke wieder zu Binder. Schelle zu Abora. Das machen sie wirklich gut hier, die Eintrachter. Kurze Pässe. Gar nicht mal die großen Flanken auspacken. Auch mal kleine Pässe in den Strafraum. Aber das hat in dem Sinne nicht funktioniert. Und jetzt Ortiz am Ball zu Tarisson. Ramani zu Haustein.
Czerny zu Kopf. Ja, und das funktioniert nicht so ganz, wie sie sich das vorstellen. Ja, und da jetzt der Einwurf. Es ist halt eben so, dass die Eintracht, wie gesagt, oft stört, oft auch den Ball bekommt. Und ja, sie drängen einen auch so ein bisschen. Sie machen massiv Druck und damit haben sie Erfolg. Und das ist jetzt hier Abora und der Ball zu einem Dortmunder. Czerny ist das, der den Ball da abnimmt. Aber die Eintracht da wieder im Ballbesitz. Schelle jetzt zu Wilke gegen Hagen, aber Hagen hat die bessere Chance gehabt, den Ball zu bekommen. Der Ball jetzt erstmal wieder futsch, geht wieder auf lange Reise zu den Dortmundern. Dann aber verliert man den Ball wieder. Also es ist wirklich gut, was die Eintrachter hier machen. Sie verteidigen hier ihr 1:0 und wollen jetzt nach vorne kommen. Das ist Binder. Binder gegen Hagen und Hagen gewinnt diesen Zweikampf auch. Und Dortmunder versuchen alles, um hier an einen Ausgleich zu kommen. Aber es funktioniert halt eben nicht. Es funktioniert absolut nicht. Die Eintracht passt hier wirklich gut auf und macht hier ein wirklich gutes Spiel. Stehen stabil. Aber immerhin gibt es jetzt hier eine Ecke. Williams kommt für Wilke rein. Und Van der Grobbe für Schelle. Sowohl auch Jekyll für Kopf oder Jekyll für mehr für Kopf. Und es gab einen Pfiff. Oh, der Ball wäre beinahe ins Tor gerudert. Auch schön. Ja, da sehen wir hier, Ortiz gegen den guten Binder. Und ja, da muss er aufpassen. Und es gibt die nächste Auswechslung. Mut kommt jetzt hier für Tarsson. Tarsson kam auch nicht wirklich in das Spiel rein. Somit also jetzt hier Mut drinne für die letzten 20 Minuten. Mal schauen, ob diese Auswechslungen bei Dortmund etwas bringen. Eintracht natürlich wird vor allen Dingen deshalb gewechselt haben, um jetzt auch hier so dieses 1:0 so ein bisschen zu sichern. Wobei ein 2:0 wäre natürlich noch schöner als ein 1:0. Aber mal schauen, was es hier bringt. Und die Dortmunder wollen hier mit allen Mitteln nach vorne. Jekyll zu Czerny. Ja, der Ball auch schon wieder futsch, aber über die Linie. Somit gibt es Einwurf hier für die Dortmunder. Und schöner Einwurf. Schnier jetzt. Panic zu Czerny. Den sind wir immer gut am Ball. Ja, und die Chance, aber die Eintracht macht alles zu. Da geht der Ball dann wieder über die Linie. Wieder also hier der Einwurf. Und Czerny wirft ihn ein. Schnier. Und da sollte Bertnarski den Ball wahrscheinlich bekommen. Aber der Ball ist futsch. Jetzt aber wieder Czerny am Ball zu Haustein. Bertnarski nimmt den Ball diesmal gut an. Und jetzt hier Mut gegen Halver. Mut hat den Ball. Und das sah gar nicht mal so schlecht aus. Aber da kam Weber rechtzeitig an. Also ich glaube, Eintracht dadurch will ja jetzt dieses 1:0 auch sichern. Ich glaube, das genügt Dean völlig aus. Aber Dortmund genügt es nicht. Und Kirsipu kommt jetzt hier für Falling. Und auf der anderen Seite gibt es inzwischen auch wieder einen Wechsel. Amsel kommt für Ramani. Ramani auch wirklich gar nicht in das Spiel reingekommen. Ob Amsel für die letzten Minuten hier etwas bewirken kann, ist die große Frage. Und das könnte eine gelbe Karte geben für Czerny. Das könnte eine gelbe Karte geben. Es gibt zumindest eine Verwarnung für Czerny. Und da sehen wir es auch nochmal. Ja, hätte durchaus auch eine gelbe Karte geben können. Aber der Schiedsrichter, er spricht lieber mit Czerny und sagt, Junge, was du da machst, das ist nicht in Ordnung. Beim nächsten Mal weißt du Bescheid. Ah, da wollten sie es nochmal versuchen. Schöner Kopfball, aber zu einfach für Ramadauskas. Und die Frage ist, können die Dortmunder hier jetzt nochmal rankommen? Sie müssten jetzt nochmal alles nach vorne werfen, nochmal alles versuchen, weil die Zeit
die ist knapp bemessen, würde ich mal sagen. Aber die Eintracht da jetzt hier am Ball. Van der Grobbe jetzt zu Binder. Binder gegen Ramon Auskas, aber da wartet Binder zu lange. Und Ramon Auskas nimmt ihm den Ball weg. Und das Spiel wird jetzt auch beendet. Jawohl, das Spiel ist beendet. Die Eintracht gewinnt hier 1:0 durch Binder in der 10. Minute. Und für Ruba Dortmund heißt es weiterhin auf dem letzten Platz ohne jeglichen Punkt. Das war's von Chucky Burke. Wir sind beim nächsten Mal wieder mit einem Start. Auf Wiedersehen.